Willkommen zu Intervalle Teil 2. Heute erfahrt ihr, wie man Intervalle grob und fein bestimmt. Ich will euch auch einen Überblick geben über die zwei Kurzschreibweisen von Intervallen. Erstens die deutsche Schreibweise, die für klassische Musik verwendet wird und die ihr wahrscheinlich in der Schule gelernt habt. Und zweitens die Berkeley-Schreibweise, die in Pop und Jazz Verwendung findet. Außerdem erkläre ich euch, was es mit dem Begriff Komplementärintervall auf sich hat. Ihr erinnert euch ja an die Intervalltabelle aus Teil 1. Die habe ich euch mal in der Videobeschreibung als PDF verlinkt, damit ihr sie bei Bedarf herunterladen könnt. Wir werden die Tabelle mal etwas verschlanken und aufs Wichtigste reduzieren. So haben wir Platz für zwei neue Spalten, nämlich für die zwei Kurzschreibweisen, die es gibt. Deutsch und Berkeley. Die deutsche Schreibweise ist relativ schnell erklärt. Reine Intervalle werden mit der entsprechenden arabischen Ziffer dargestellt. Große Intervalle erhalten das Anhängsel Plus, kleine Intervalle ein Minus. Verminderte Intervalle werden mit diesem Zeichen versehen. Man kennt das als Decrescendo oder in der Mathematik als größer als Zeichen. Übermäßige Intervalle erhalten ein Crescendo bzw. kleiner als Zeichen. In der Berkeley-Schreibweise, die in Pop und Jazz verwendet wird, werden reine und große Intervalle mit der entsprechenden arabischen Ziffer abgekürzt, ohne Zusatz. Kleine und verminderte Intervalle erhalten den Zusatz B. Übermäßige Intervalle den Zusatz Kreuz, hier allerdings vorangestellt, also vor der Ziffer. Falls mal ein unreines Intervall als vermindert in Erscheinung tritt, was gerade im Pop eher selten vorkommt, dann bekommt es noch ein weiteres B vorangestellt, BB. Hier oben seht ihr vier Intervallbeispiele, die wir jetzt bestimmen werden. Bei der Grobbestimmung zählen wir die Anzahl der Tonstufen vom unteren bis zum oberen Ton des Intervalls. Wichtig sind dabei zwei Dinge. Erstens, wir ignorieren zunächst alle Versetzungszeichen, zählen also nur die Stammtöne, also die weißen Tasten. Und zweitens, wir zählen den Ausgangston als erste Stufe mit. In diesem Fall ist das D, also Stufe 1. Der obere Ton ist ein Fis. Da wir das Kreuz ignorieren, ist es für uns einfach der Stammton F. Zählen wir die Stufen also durch, ist D Stufe 1, E Stufe 2 und F Stufe 3. Dieses Intervall ist also eine Terz. Ob groß oder klein, das werden wir später bei der Feinbestimmung herausfinden. Im nächsten Beispiel haben wir die Töne F und B-Flat oder Deutsch B. Die Stammtöne der beiden Töne sind also F und B oder Deutsch H. Vom unteren zum oberen Stammton zählen wir vier Stufen. Dieses Intervall ist also eine Quarte. Beispiel 3. Hier haben wir die Töne C und Fis. Stammtöne also C und F. Auch dieses Intervall ist eine Quarte. Im letzten Beispiel, Cis, B oder Deutsch H, haben wir die Stammtöne C und B, Deutsch H. Zählen wir die Stufen durch, sehen wir, dieses Intervall ist eine Septime. Mit etwas Erfahrung könnt ihr jedes Intervall auf einen Blick anhand des Notenbildes grob bestimmen. Kommen wir nun zur Feinbestimmung. Hier zählen wir die Halbtonschritte zwischen den Tönen, also diesmal weiße und schwarze Tasten. Wichtig ist hierbei, dass wir nun alle Versetzungszeichen beachten und den Ausgangston diesmal nicht mitzählen. Der Ton D ist also Halbtonschritt 0. Gehen wir einen Halbtonschritt aufwärts, kommen wir zu Dis. Einen weiteren und wir sind bei E. Bis zum Ton Fis sind es vier Halbtonschritte. Ein Blick in unsere Intervalltabelle verrät uns, dass es sich deshalb um eine große Terz handelt. Im zweiten Beispiel zählen wir zwischen F und B-Flat oder Deutsch B fünf Halbtonschritte. Diese Quarte ist also eine reine Quarte. In unserem nächsten Beispiel hat die Quarte allerdings sechs Halbtonschritte. Das ist einer mehr. Es handelt sich hier also um eine übermäßige Quarte. Kommen wir zum letzten Beispiel. Zwischen Cis und B oder Deutsch H zählen wir 10 Halbtonschritte. Unsere Intervalltabelle sagt uns, dass es sich hier um eine kleine Septim handelt. Hier noch zwei Beispiele, wo ihr aufpassen müsst. Dieses Intervall, S-Gis, hat 5 Halbtonschritte,
Ist fein bestimmt, also eine reine Quarte. Sieht auf dem Klavier auch aus wie eine Quarte und klingt auch so. Aber Vorsicht, wir dürfen die Grobbestimmung nicht überspringen. Das Notenbild zeigt ganz klar, dass es eine Terz ist, und das ist entscheidend. Eine große Terz hat 4 Halbtonschritte. Eine Terz mit 5 Halbtonschritten ist also folglich eine übermäßige Terz. Beispiel 2. Cis B-Flat oder Deutsch B. Dieses Intervall ist grob bestimmt eine Septime, hat aber nur 9 Halbtonschritte, also 1 Halbtonschritt weniger als eine kleine Septime. Es handelt sich also um eine verminderte Septime, nicht etwa um eine große Sechste, wie man bei 9 Halbtonschritten vermuten mag. Solche Intervalle werden euch in der Praxis eher selten begegnen. Ein Begriff, der häufig fällt, wenn es um Intervalle geht, ist der des Komplementärintervalls oder Umkehrintervalls. Aber was hat es damit auf sich? Komplementärintervalle sind 2 Intervalle, die sich zusammen zu einer Oktave ergänzen. Haben wir also beispielsweise eine große Terz, D Fis, müssen wir eine kleine Sechste ergänzen, um wieder zum Ausgangston D zu gelangen. Kleine Intervalle kehren sich dabei immer zu großen Intervallen um und umgekehrt. Verminderte Intervalle kehren sich zu übermäßigen Intervallen um und umgekehrt. Nur reine Intervalle bleiben bei der Umkehrung rein. Intervall und Komplementärintervall zusammengerechnet haben immer 12 Halbtonschritte, also den Umfang einer Oktave. Die Septime übrigens hat bei Berkeley-Akkordsymbolen eine Sonderstellung. Während man bei Intervallen die kleine Septime mit B7 und die große Septime mit 7 abkürzt, schreibt man bei Akkordsymbolen für eine hinzugefügte kleine Septime 7 und für eine hinzugefügte große Septime Mi 7 für Major 7, was übersetzt eben große Septime heißt. Wie immer, lasst mir doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, drückt auch gerne auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.